Plötzlich ist es da, das Wasser. Am Sonntagmittag, dem 18. August. Wie eine Sturzflut kommt es runtergeschossen von den Feldern und strömt durch das erzgebirgische Weikmannsdorf. Die, die es erlebt haben, können es immer noch nicht richtig fassen. Überall war Wasser. Es war so viel Wasser, das hatten wir noch nie. Man steht hilflos am Rand und muss aufpassen, dass man nie reinrutscht. Schlimm. Verwüstet. Dreck, Schlamm. Man kann sich es nie vorstellen. Man ist ja sprachlos. Christina Fritsche bewohnt mit ihrem Mann und den drei Kindern einen Hof in Weikmannsdorf. Als die Wassermassen hier um die Ecke schießen, reißen sie die kiloschweren Pflastersteine gleich hundertfach mit sich fort und unterspülen die Außenmauern ihres Wohnhauses. Der halbe Hof, die ganzen Steine, also das ist eine Wucht. Auch der Gullideckel, der Kranz, das ist ja alles schwer. Unser Briefkasten ist einbetoniert gewesen, der liegt beim Nachbarn im Garten. Ich habe ihn gar nicht hochbekommen, ich wollte ihn gerne mit raus und hochnehmen. Man kann das gar nicht anheben, was das Wasser hier weggeschwemmt hat. Und jetzt beginnt eine Art Ostereiersuche mit Pflastersteinen. Denn die müssen viele hundert Meter weit weg wieder eingesammelt werden. Teilweise auf den Grundstücken der Nachbarn. Hier sieht man unsere Helferlein, die die Pflastersteine aufsammeln, in einer Menschenkette von einem zum anderen geben. Fleißige Helfer gibt es nicht nur hier. Ein anderer Nachbar kümmert sich um die Fundamente, damit hier nichts ins Wanken geraten kann. Zum Glück ist er ein Handwerker, der sich mit solchen Dingen wirklich auskennt. Das ist unterspült, das Vorhaus. Da muss ein bisschen Beton wieder drunter, dass das hier nicht absackt. Und noch eine Baustelle gibt es auf dem Hof, an der unermüdlich gearbeitet wird. Denn diese Garage stand komplett unter Wasser. Das Familienauto eingeschlossen. Als das Wasser vom Feld kam, ist es halt durchgebrochen. Die Wassermassen haben sich ihren Weg gesucht und alles, die ganze komplette Garage durchgespült. Hier war ja alles voller Schlamm. Und das haben wir ja, man kann sagen, so nach und nach beseitigt. Kaum ist das Wasser nach dem Starkregen abgelaufen, da stehen hier schon die ersten Helfer vor der Tür. Ich bin der Nachbar, mich geht das was an. Wir haben am Samstag noch Volleyball gespielt und am Sonntag sind wir wiedergekommen und dann ging das los. Man kann das selber immer in die Situation kommen und da ist man auch froh, wenn irgendjemand einen unterstützt. Wir sind wirklich alle Nachbarn am Start. Im Erzgebirge, wir helfen uns immer gegenseitig. Das macht mich fassungslos, ne? Mit so viel Herz die Nachbarn zu sehen, dass sie uns unterstützen. Damit rechnet man ja gar nicht. Und das ist echt, das rührt mich und auch meinen Mann. Sie haben nicht gerechnet mit einer solchen Naturkatastrophe, aber auch nicht mit dem selbstlosen Einsatz dieser vielen Helfer. Ja.